1Live. Domian. Das 1Live Talkradio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talkradio zu unserer Dienstag-Nachtausgabe. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, dann ruft an. Ruft an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050, faxt unter der bekannten Faxnummer 0800 220 5051 oder mailt unter der bekannten Mailadresse, nämlich domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht, ja, das ist eine Frau. Die heißt Tina und die ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Tina. Um was geht's bei dir? Ich rufe an wegen meinem Freund, noch Freund. Ja. Ich bin seit 9 Monaten mit ihm zusammen, ja. Knapp über 9 Monate. Mhm. Hab ihn kennengelernt in meiner Stammdiskothek, er ist der Türsteher. Mhm. Und komme einfach erstens mit seiner Eifersucht mit klar, er ist krankhaft eifersüchtig. Mhm. Wie macht sich das deutlich, wenn du sagst, er ist krankhaft eifersüchtig? Er lässt mich nicht raus. Also er verbietet mir rauszugehen, obwohl ich ihn nur am Wochenende sehe. Aber ich lebe bei meiner Oma, also sorgt er dafür, redet mit meiner Oma. Er kontrolliert mich über andere Leute, die hier in der Gegend wohnen. Mhm. Er verbietet mir den Kontakt mit meinen Freundinnen, dass ich also gar nicht die Chance habe, rauszugehen. Also er sagt auch zu deiner Oma, hey, passen Sie auf, dass die nicht rausgeht alleine? Ja. Und das macht die Oma mit? Ja, also sie achtet halt auf mich. Mhm. Mhm. Sie guckt halt irgendwo, aber sie findet es schon auch etwas suspekt. Also es passt ja auch nicht irgendwo. Sie sagt, du bist 21 Jahre alt, lebe dein Leben, aber... Aber dennoch tut sie es. Ja. Ja. Also krankhaft eifersüchtig. Können wir gleich noch ein bisschen vertiefen. Sag nur mal noch so ein paar Stichworte, wo du mit ihm sonst so auch nicht klarkommst. Ich habe jetzt vor knapp 2 Monaten erfahren, dass er verheiratet ist seit 7 Jahren. Ach. Wie hast du das rausgekriegt? Durch einen dummen Zufall. Ich habe Streit mit ihm bekommen Sonntagmorgens. Mhm. Bin ihm nachgefahren und stand vor seiner Haustür. Mhm. Und habe dort auch geklingelt, weil ich eben der Meinung war, er lebt alleine. Ja. Habe dort geklingelt und dann macht mir eine Frau die Tür auf. Und das war seine Frau? Ja. Hast du gefragt, wer sind sie? Ja, ich habe gemeint, ich mache eine Umfrage, weil ich in dem Moment nicht wusste, was ich sage. Wie pfiffig. Das hast du spontan dir dann so ausgedacht? Ja. Das ist aber alle Achtung. Ich wusste nicht, wie ich schon gesagt habe, ich wusste nicht, was ich tun soll. Ja gut, aber in dem Moment ist man doch baff und geschockt. Und dann aber zu sagen, ja guten Morgen, ich mache eine Umfrage, ich bin vom Institut so und so, ist ja schon... Ja, war ich auch. Ich war einfach nur da gestanden. Ich habe Gott sei Dank einen Brief für ihn in der Hand gehabt, den ich ihm eigentlich geben wollte. So. Vorher, wenn ihr euch getroffen habt, habt ihr euch dann immer nur bei euch, also bei dir getroffen? Ja, bei mir, Bei dir getroffen. Ich war zwar bei ihm mal oben, also in lebt bei Nürnberg, und war ihn besuchen, war dann auch der Meinung, ich bin in seiner Wohnung, wo dann aber im Nachhinein eben rauskam, wo ich dann erfahren habe, dass er verheiratet ist, dass das die Wohnung von einem guten Freund von ihm war. Es kommt ja immer dicker. Ist ja eine Lüge jagt ja die andere. Ja, ja. Lass uns nochmal bei der Situation bleiben. Du machst die Umfrage mit der Frau und hast die dann so befragt, ob sie verheiratet ist und so weiter. Ja, ich habe gesagt, ich mache eine Umfrage wegen Rauchen. Also wegen Rauchen. Das ist ja abgefahren. Hab dann der Frau sie dann gefragt, ob sie Raucherin ist. Nein, also sie wird nicht rauchen, hat sie mir dann erklärt. Ja. Ja, ihr Mann wird aber rauchen. Und dann hast du so sie alle Details gefragt? Und das und habe dann gefragt, damit ich eben wusste, ob es er auch ist. Und habe dann gemeint, ja, was ihr Mann denn von Beruf macht, ob er einen stressigen Beruf hat. Ja. Und sie hat mir dann erklärt, ja, wer Türsteher. Wahnsinn, Wahnsinn. Hast du aber Nerven, das durchzuziehen? Blieb mir nichts. Ich konnte ja nicht weg. Ja, nur gut. Aber er war doch auch in der Wohnung, ne? Nein, er war nicht da. Er war nicht das in der Wohnung. Das war's ja gerade. Ich dachte, er wäre schon reingegangen und hätte dann geklingelt. Und er war nicht in der Wohnung. Ich habe ihn nicht gefunden und habe dann eben, wie schon gesagt, im Haus geklingelt. Ach so, aber die Gefahr hat ja bestanden, dass er dann irgendwie doch auftaucht, oder? Ja, natürlich. Also hochspannend, die ganze Sache. Also, zweiter Hammer. Erster Hammer, er sperrt dich quasi ein. Zweiter Hammer, er ist verheiratet. Und vor 3 Wochen habe ich jetzt erfahren, dass er ein Kind hat. Mit seiner Frau? Nein, mit einer anderen. Aber mit einer anderen noch? Ja. Wie hast du denn das so wieder rausgekriegt? Ich wusste, dass mit ihm irgendwas nicht stimmt, weil er hat immer so rumgedruckst und ich habe ihn montags nie erreicht. Er sieht montags seinen Sohn, habe ihn montags nie erreicht und habe dann halt irgendwann mal angefangen nachzubohren. Ach so, dann hat er es zugegeben? Ja, bis er dann irgendwann gesagt hat, ja, es stimmt.
Er hat ein Kind. Er hat ein Kind, auch noch eine andere Beziehung? Ja, nein, die nicht mehr. Die nicht mehr, aber okay, das Kind ist da. Ja. Als du da gebohrt hast, da warst du ja schon relativ mutig. Hast du dann auch gesagt, hier, ich weiß, dass du verheiratet bist? Ja, das hat er mir ja dann im Nachhinein auch selbst gesagt. Ach so. Weil ich dann gesagt habe, hör zu, ist mal bei dir zu Hause. Mhm. Und er war schon etwas sehr geschockt. Und worauf Das hat der Herr Türsteher, der kräftige Bursche vermutlich, hat dich 9 Monate nach Strich und Faden belogen. Ja. Aber nach Strich und Faden, aber aufs Übelste, ne? Ja. Und wir wollen gar nicht darüber nachdenken, was da vielleicht noch im Argen ist, was da noch ist. Wie ist denn dein Gefühl derzeit zu ihm? Also ich liebe ihn, ganz ehrlich. Trotz allem? Trotz allem, Tina, wie ist denn das möglich? Ich habe keine Ahnung. 9 Monate so belogen zu werden und dann sagst du, ich liebe den trotz allem, ich vergebe dem alles, es ist mir alles egal. Und wenn er noch 10 Frauen hat und 15 Kinder, ist mir alles egal. Ja gut, irgendwann ist halt auch mal genug. Ja, aber ist es denn nicht schon genug? Ja, doch, ab dem Zeitpunkt, wo ich dann erfahren hatte, dass er eine Frau hat, hat er sich schlagartig mir gegenüber geändert. Oh. Also Eifersucht wird noch schlimmer. Und es war dann irgendwann so weit, dass er mich hier bei meiner Oma im Haus geschlagen hat durch seine Eifersucht. Also ist er auf mich los. Mhm. Hat mir 2 Rippen angebrochen und er ist gut trainiert durch seinen Körper. Bist du noch da? Ja. Ja, es knackte gerade so. Spätestens jetzt möchte ich gar nicht mehr von dir hören, dass du den noch liebst. Nee, aber ehrlich. Aber ganz ehrlich, wenn der Mann dich schlägt, wenn der dir die Rippen bricht, wenn der Amok läuft, dass du irgendwie mit anderen Menschen auch mehr in Kontakt kommst, so ein Mensch ist nicht liebenswert. Ja. Was ist denn, da würde ich mich an deiner Stelle immer fragen, was ist denn mit mir, mit Tina los, dass ich so gedemütigt werde, so verletzt werde an Seele und an Körper, dass ich dann immer noch sage, ich liebe diesen Menschen. Was soll denn noch passieren? Keine Ahnung. Nur das Problem an der ganzen Sache ist, ich habe irgendwo ganz ehrlich Angst, mich von ihm zu trennen. Mhm. Er hat mir gedroht, das ist jetzt knapp einen Monat her, wo ich mich von ihm trennen wollte, dass er mich umbringt. Hier war morgens die Polizei im Haus, weil er mich vor meiner Oma gewürgt hat, bis es also blau war, die dann die Polizei gerufen hat, dass die Polizei kommt und ihn hier rausholt aus diesem Haus. Tina, und du sagst immer noch, dass du ihn liebst? Ja, jetzt im Moment ist das schon sehr abgeschwächt durch das, was ich jetzt alles weiß. Also du erzählst ja jetzt nach und nach immer schlimmere Sachen. Jetzt hat er dich auch noch in Anwesenheit deiner Oma gewürgt. Ja. Das musst du auch für deine Oma haben. Er hat von nichts Respekt, das ist schlimmer. Dann kam die Polizei. Ja, die Polizei kam, dann hat ihn... Hast du ihn angezeigt? Nein. Warum nicht? Ich bin im Moment am Überlegen, weil ich habe nicht Angst davor, ihn anzuzeigen, nur ich habe Angst vor den Konsequenzen, die danach kommen, von seiner Seite. Und wenn sie nicht von seiner Seite sind, dann von seinen Freunden oder sonst irgendwas. Mhm. Das ist das Gefährliche an der Sache. Um ihn geht es nicht mal so. Ich denke, er wird mir nichts tun, aber die Leute, die um ihn rum sind, die sind nicht... Aber das darf ja nicht der Grund sein... Die Anzeige ist ein Thema, aber das andere Thema ist, bleibe ich bei dem? Ja. Und die Angst, dass der eventuell was tun könnte oder dass die Freunde etwas tun könnten, das darf ja nicht der Grund sein, bei einem Menschen zu bleiben. Ja. Dann läufst du wirklich in dein Verderben rein. Und du bist ja schon sehr, sehr tief drin in dem Verderben. Ja. Sehr. Höre ich denn zumindest jetzt daraus, dass dieses Ich liebe ihn doch nicht so ganz entschieden mehr gesagt wird von dir? Nee, das nicht. Also in der Zeit davor habe ich ihn schon sehr geliebt, da kann man nichts sagen. Also ich habe wir reden ja jetzt von jetzt, ne? Ja, nee, aber jetzt durch das, was ich jetzt alles weiß und wie er reagieren kann, wie er sein kann, von seiner Art her, sein Charakter. Mhm. Also was wäre jetzt, wenn du sagst... Blenden wir mal alle möglichen Komplikationen aus. Was wäre deine Wunschvorstellung, was geschehen sollte? Meine Wunschvorstellung? Er lässt mich in Ruhe und geht einfach. Ja, das heißt, deine Wunschvorstellung wäre dann schon Trennung, ne? Ja. Aber du sagst jetzt, meine Wunschvorstellung, er lässt mich in Ruhe und er geht ganz einfach. Ja. Ne? Ich finde, du sollst gehen. Ja, wenn das möglich wäre. Wenn das möglich ist, ja. Aber es wird irgendwie wird es möglich sein. Ja. Weil auf Dauer kann das so nicht gehen und nach all dem, was passiert ist, ist es natürlich ein Unding, überhaupt noch ein Vertrauensverhältnis miteinander zu finden. Nee, das auf keinen Fall mehr. Ich muss ja jeden Tag darauf warten, dass was Neues kommt. Genau. Jetzt ist erstmal angesagt, dass du die Trennung
in einer Art und Weise hinbekommst, dass du nicht zu sehr mit Angst belastet bist. Ja. Was dann mit der Anzeige, das ist dann der nächste Schritt. Mhm. Grundsätzlich möchte ich dich sehr dazu ermutigen, das zu tun. Erstmal grundsätzlich, ganz, ganz allgemein gesprochen. Ja. Ich nehme aber auch deine Ängste ernst. Ja. Ich möchte gerne, dass du mit meinem Psychologen jetzt sprichst. Mhm. Der dir auch einige Adressen vermitteln wird, so auch die Adresse und die Telefonnummer vom Weißen Ring. Okay. Das ist ein Verein, eine Gruppierung, die sich mit Menschen beschäftigt und denen sehr gut hilft, die zum Beispiel jetzt bei dir auch eventuell oder schon in eine Opferrolle sind. Okay. Und ich glaube, dass du dann mit vereinter Kraft von allen Leuten und Hilfe und Tipps, dass du es schaffen wirst, von ihm wegzukommen. Aber geh von ihm weg, Tina. Geh von ihm weg. Und hoffentlich ist es dir auch eine Lehre, dass du vielleicht noch schärfer solche Männer dir anguckst demnächst. Ja, ne? Auf jeden Fall. Wobei, der sich wahrscheinlich auch toll getarnt hat. Ne? Und, er war am Anfang furchtbar freundlich und furchtbar lieb und tut und macht. Aber was man daraus lernen kann, ist, ich glaube, dass du auch zu lange noch verziehen hast, ihm zu lange vergeben hast. Ne? Ja. Dass du in Zukunft auch einfach rigoroser bist. Und wenn so ein blöder Zwischenfall passiert, Schluss aus. Das macht man einfach nicht mit einem Menschen, den man lieb hat. Ne? Ja. Du legst auf, mein Psychologe, der Johannes, ruft dich an. Gut, danke schön. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Meine Lieben, morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt unser nach außen hin vielleicht lustig klingendes Thema HNO. Alle Krankenschwestern, alle Ärzte und so weiter, die kriegen jetzt große Ohren. Das erinnert ja an Hals, Nase, Ohren. Wir wollen aber keine medizinische Sendung hier machen. Ja, vielleicht auch ein bisschen. Wir wollen generell über Hals und Hälse reden, über Nase und Nasen reden und über Ohren. Vielleicht über Krankheiten, über Erotik, über Riechen, über Schmecken. Alles, was so mit diesen Organen zu tun hat. Das ist unser Thema morgen. Hals, Nase, Ohren, HNO. Und ab 0 Uhr könnt ihr uns natürlich wie immer morgen auch schon anrufen. Jetzt bin ich verbunden mit dem Nike. Hallo. Stimmt das? Hallo? Ja, Nike. Stimmt das? Nee, Nike. Ach, Nike. Siehst du, weiblich, ja. Siehst du, das ist das mit diesen ganzen Mist-Anglizismen, dass man schon direkt, wenn da Nike steht, Nike sagt. Ja, nee, das ist ein schwedischer Name. So, dann wollen wir den auch schön Nike sagen. Ja, das wäre nett. Das klingt ja auch viel schöner. Ja, danke. Nike, guten Morgen. Guten Morgen. So. Also erstmal ganz schnell vorneweg ein Lob. Und zwar an deine Mitarbeiter, die sind wirklich ganz nett. Die sind sehr und nett. Und natürlich an deine tolle Sendung, die du auch super mit Bravour meisterst. Dankeschön, das ist sehr schön. Ist ein guter Einstieg fürs Gespräch, ne? So, ja, ja, klar. Ja. Hört man ja gerne, ne? So, jetzt so. Zur Sache. Ja, genau. Also ich bin 19 und ich habe einen Freund seit fast einem Jahr. Ja. Der ist 28, jetzt ist er auch 29. Ja. Das heißt also 9,5 Jahre älter als ich. Ja. Er ist mein erster Freund und das heißt auch, ich habe mit ihm meine ersten sexuellen Erfahrungen gemacht. Und ja, mein Thema geht sozusagen um Dirty Talk sozusagen. Also Dirty Talk? Ja. Wenn man sich schmutzige Sachen sagt. Ja, also nicht so ganz wirklich. Also für mich ist es sozusagen dirty, weil ich das nicht gewöhnt bin. Das heißt also, ja, du lachst jetzt, aber für mich ist es halt schwierig. Also beim Sex, ne? Wir reden jetzt so ein bisschen übersetzen, vielleicht für die Leute, die es nicht kennen. Also wenn man beim Sex sich schmutzige Worte zuruft, um sich ein bisschen gegenseitig scharf zu machen. Ja, so, genau. Ne, so das meinst du auch, ne? Ja, unter anderem. Also das heißt ja auch zum Beispiel für manche Körperteile oder so andere Begriffe. Zum Beispiel. Genau. Da kann man die schönen Begriffe und die medizinischen Begriffe benutzen. Man kann aber auch die richtigen schmutzigen Pornobegriffe benutzen, ne? Die wir gar nicht jetzt hier aussprechen wollen. Nein. Es geht einfach darum, also der Sex mit meinem Freund ist auch wirklich ganz schön. Ja, aber... Und ich liebe ihn auch abgöttisch und er mich. Ja. Und er ist sehr offen, was Sexualität auch angeht. Also er kann ohne Probleme darüber reden. Also auch wenn wir dann nicht beim Sex sind, dann redet er auch offen darüber sozusagen. Ja. Und ich kann es nicht. Also es ist wirklich so, wenn ich mit ihm Sex habe, ich liege da und er sagt mir dann zum Beispiel, ja, ich liebe deine Brüste halt. Oder halt, ich liebe... Oder das böse Wort für Brüste. Ja, genau. Ne? Oder halt, ich liebe es dich mit F jetzt das Wort, ne? Ja. Ja, genau. Ja. Und es ist ja nicht so, dass ich es abartig finde. Also ich genieße es auch, wenn er das sagt. Aber du zuckst zusammen? Bitte? Aber du zuckst dann zusammen? Nein, das auch nicht. Nein, das auch nicht. Also ich liege dann ganz stumm da sozusagen. Ja, und? Und also wie gesagt, ich genieße es und ich denke mir meinen Teil. Das heißt, ich denke auch sozusagen, was ich ihm sagen würde. Aber ich kann es nicht. Du kannst es nicht. Ich würde ihm das wirklich sagen, aber ich kann es nicht. Du würdest dann diverse Worte gerne ihm auch sagen. Ja, natürlich. Hast du einen tollen... Ja, genau. Sowas, ne?
Oder gib's mir mit deinem ja, so. Genau. Ja, genau. So würde Nike das gerne machen. Bitte? Ich dachte, würde die Nike das dann gerne auch machen. Ja, natürlich. Aber sie kann es nicht. Nein, genau. Sie liegt da ja. Und ist ganz starre. Ja. Wie reagiert denn dein Freund darauf? Denkt der, dass du gehemmt bist? Ja, das denkt er schon. Also er findet es mittlerweile süß. Am Anfang hat er auch gesagt, ja, du kannst ja offener sein und du kannst mir auch vertrauen. Und wie gesagt, das ist kein Problem. Also ich, ja. Also, ne, ich vertraue ihm auch abgöttisch. Und, ja. Aber... Also mittlerweile findet er süß, weil er sich daran gewöhnt hat, dass ich so verklemmt bin, sozusagen. Ja. Das kann ja auch in gewisser Maßen, kann das ja auch ein bisschen süß sein. Ja, aber ich würde... Aber du findest es an dir nicht süß, ne? Nein, du überhaupt nicht. Nein, ich fühle mich selber sehr... Ich komme auch nur aus einer konservativen also, Familie. Also, wir halten jetzt nochmal fest. Dirty Talk gefällt dir. Ja, ein bisschen. Also nicht das Allerhärteste, ne? Nein, natürlich aber nicht. Also nicht. So ein bisschen schmuddelig schon. So ein bisschen schmuddelig magst du es, natürlich. Ne? Ja, so, und nur für uns zwei sozusagen. Nur für euch beide, ganz genau. Ja. Aber das Problem ist, dass du es nicht zurücksagen kannst. Genau, ja. Was für ein Gesichtsausdruck machst du denn, wenn er das zu dir sagt? Ich würde ja das gerne mal ein Beispiel. Ich ja selber. Also ich kann nur mutmaßen, weil ich meine, ich kann mich selbst nicht beobachten. Bist du rot dabei? Ja, ich das bin auch jetzt nicht. Auch ganz, ganz rot. Mein Herz klopft und ich bin ganz rot, weil... Also es ist ja schade, dass wir so um den heißen Brei herumreden, dass wir keine Beispiele nennen können. Aber das können wir nicht machen hier. Ne? Ja, eben. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da können wir nicht so schmutzige ja, Dinge sagen. Gott, ne? Aber wir haben alle blühende Fantasien und wir können uns das vorstellen. Ja, ja. Hast du denn deinem offenbar sehr netten Freund das mal so ganz haarklein erklärt, vielleicht noch genauer, als du es mir erklärt hast? Also, dass ich das nicht kann, sozusagen? Ja. Also, eigentlich... Jein. Also ich habe schon es angedeutet und er weiß es auch. Also das ist auch überhaupt kein Problem, er weiß es. Weiß er denn, dass dir das gefällt, wenn er es ausspricht? Ja, das weiß das er auch. Aber er weiß nicht genau, dass du es gerne eigentlich auch zurücksagen würdest wollen, wenn du denn könntest. Nee, das weiß er nicht. Das ist der nächste Schritt, den wir machen müssen. Das musst du ihm einfach mal so theoretisch erzählen. Das sagst du so einfach, aber wenn ich noch nicht mal darüber sprechen kann, wie soll ich dann, also... Du kannst es doch hier bei mir auch so toll. Ja, und du hast mir gerade gesagt, auch diese Mitarbeiter, dass ich da schon zweimal erzählen musste. Das ist so ein Training gewesen. Nein, aber ihr beiden, du und dein Freund, habt ein sehr offenes und ein sehr inniges Verhältnis. Ja, sehr, sehr. Mhm. Und ihr habt, so wie du es gerade auch gesagt hast, redet über Sexualität auch eigentlich ziemlich locker. Ja, also sozusagen, ja, reden miteinander ist auch wieder. Also er redet mehr, ich höre ihm zu. Ja. Und dann bestätige ich ihn zum Beispiel manchmal bei manchen. Also ich rede von mir aus nicht selber. Also das muss jetzt so Millimeter für Millimeter muss das trainiert werden. Ja. Ich würde jetzt so gerne mit dir so ein paar schmutzige Wörter trainieren, üben. Oh Gott. Das können wir aber leider nicht machen. Ja. Was hat denn ein Pferd hinten? Ne, kann man drüber sprechen. Was hat ein Pferd hinten? Ne, was hat ein Pferd hinten? Ja, ein Schwanz. Na, siehst du. Ne, aber das ist was anderes, als wenn ich jetzt dem männlichen, das männliche Genital irgendwie dann zu meinem Freund das so sage. Wobei, ich sag mal Dödel zum Beispiel, das ist immer so das Niedliches noch. Ach, das sagst du? Ja, aber das kommt, weil ich das halt so als kleines Kind noch so mitbekommen habe. Als kleines Kind hast du schon einen Dödel zu den... Ja, also mit 12 halt, ne, so ungefähr. Ah, ja. Also. Ja gut, aber da ist ja der Schritt auch nicht mehr so weit. Wenn wir schon... Ne? Ja. Also du hast es ja gerade zumindest schon mal über die Lippen gebracht. Ja, es kommt noch an die Betonung auch aus. Ne? Wenn genau. Und, und dieses Wort von dem Pferd, ne? Das ist ja auch noch relativ harmlos. Also, ja, natürlich, weil jeder auch weiß, was darunter gemeint ist. So, also das ist jetzt eine Verhaltenstherapie, die du da machen musst mit dir alleine. Du musst es erstmal ihm sagen. Das finde ich ganz wichtig. Du musst es ihm in der Theorie sagen, dass du es gerne zurücksagen würdest und dass dir das auch Spaß macht, das zurückzusagen. Mhm. Das muss möglich sein, da musst du einfach gegen dich angehen. Ja. So, und dann musst du, wenn du schon mit dem Wort Dödel gut umgehen kannst, ne, dann auch mit dem anderen Wort. Da musst du es einfach mal, da musst du dich einfach zwingen, so wie man das im Leben manchmal, dass man über den eigenen Schatten springt, dass du dir mal nur mal ein Wort vornimmst, das auszusprechen. Mhm. Und wenn das eine Wort vielleicht einmal gelungen ist, vielleicht auch noch sehr zaghaft, vielleicht auch mit sehr rotem Kopf, aber ist ja wurscht. Oh, ja. Dann klappt das beim nächsten Mal schon besser und beim übernächsten Mal fluppt das so raus. Das ja, so, und dann können wir uns schon den anderen Dingen zuwenden. Vielleicht den etwas noch härteren Begriff. Oh. Und dann ist das in 2-3 Monaten, ist das ein Traum, euch zuzuhören heimlich. Ne?
Ja, wie auch immer, genau. Nike, du musst jetzt ein klein bisschen, musst du jetzt eine harte Frau sein. Ja, ja. Ne? Und dein Freund wird das toll finden. Das glaube ich auch. Da bin ich ganz sicher, ja. Mhm. Also Schrittchen für Schrittchen, Millimeter für Millimeter. Ja. Ne? Wie ist das beim Pferd hinten? Schwanz. Ja, siehst du. Ja, also das kriegen wir doch hin. Ja, ne? Also, und was legen die Hühner immer? Eier? Ja, siehst du. Ne? Also, ja, aber es ist immer trotzdem was anderes, wenn man das jetzt ist klar, im ist Gewicht klar. Sagt. Ist klar, ist klar. Ne? Das war nur so eine kleine Vorübung. Ja, jetzt, ne? Trotzdem, ja. Aber so wird das dann auch gehen. Ich möchte gerne in 8 Wochen nochmal mit dir sprechen. Ja. Meine Redaktion schreibt das auf. Ja. Ne? Und dann möchte ich Ergebnisse hören, Lernergebnisse. Nicht direkt ausgesprochen, aber du wirst uns ein bisschen erzählen, wie es abgeht. Mhm. Okay? Okay. Nike. Ja. Die Frau mit dem schönen schwedischen Namen. Bist du Schwedin? Nee. Bitte? Du bist nicht Schwedin. Ja, halb Schwedin. So halb Schwedin. Schön, ja. Wie schön. Blond und blauäugig, ja, genau. Toll, perfekt. Und wenn wir das jetzt mit der Sprache aber hinkriegen, dann kann dein Freund sich wirklich sehr glücklich schätzen. Aber, am besten auch Schwedisch, ne? Aber, genau. Kannst du Schwedisch? Ein bisschen, aber nur grob. Also so höre de und so, das heißt nur, wie geht's. Kannst du denn, das heißt, diese diversen schmutzigen Begriffe kannst du nicht? Nee, noch nicht. Nein. Vielleicht sollte ich die mal lernen. Vielleicht wäre das auch gar nicht so dumm. Über die schwedische Sprache das zu machen, das hat natürlich einen ganz besonderen Reiz, wenn ja. Für deinen Freund vielleicht, wenn du es auf Schwedisch sagst. Ja. Und ihm hinterher sagst, weißt du, was das übersetzt heißt? Dann lernt er auch was dabei. Genau, genau. Also noch eine Idee, ne? Noch eine kleine Idee am Rande jetzt. Ja, danke. Liebe Nike, alles Gute. Ja, bis, dir auch. Bis, okay, bis in 8 Wochen, ne? Ja, okay. Okay. Mach's gut, ne? Tschüss. Tschüss. Martin, 20 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Martin. Hallo, Domian. Hallo Martin. Um was geht's denn bei dir? Ja, und zwar ich und meine Ex-Freundin jetzt sind seit 2 Jahren zusammen gewesen. Mhm. Und wir haben auch ein 9 Monate altes Kind zusammen. Ja. Und sie ist jetzt vor 2 Wochen nach ihren Eltern gefahren, nach Frankfurt am Main. Mhm. Also sie wollte eigentlich nur eine Woche wegbleiben. Mhm. Und nach einer Woche hat sie angerufen und hat mir gesagt, dass sie noch eine Woche bleibt. Mhm. Und da habe ich sie dann heute angerufen und habe gefragt, wann sie denn nach Hause kommt. Da fing sie an zu weinen, hat gemeint, dass das Kind nicht von mir sei. Mhm. Und dass sie das nicht ertragen kann, mit der Lüge zu leben. Mhm. Und da hat sie dann mit mir Schluss gemacht. Aber ich meine, das Kind, das ist jetzt nur 9 Monate alt. Ja. Und ich habe das lieben gelernt. Und auch wenn es nicht, ich sag mal, auch wenn es nicht meins sein sollte, ich will mich auf jeden Fall um das Kind weiter kümmern. Und ja. Ich liebe auch meine Ex-Freundin. Ja. Wann hat sie den Schluss gemacht? Wie lange liegt das jetzt zurück? Das liegt jetzt circa 5 Stunden zurück. Ach so, ach, ganz frisch ist das noch. Ja, das ist ganz frisch. Also gestern. Mhm. Hat sie denn gesagt, von wem das Kind ist? Nein, sie hat mir keinen Namen genannt. Weiß sie das denn überhaupt, von wem das Kind ist? Ja, offensichtlich ja, ne? Hoffen wir mal. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Hat sie das denn so definitiv gesagt? Oder hat sie gesagt, es kann sein, dass es nicht dein Kind ist? Oder hat sie ganz klar gesagt, es ist nicht dein Kind? Und sie hat gemeint, es kann sein. Mhm. Also sie war, also so wie es sich angehört hat, war sie nicht hundertprozentig sicher. Wie weit seid ihr jetzt entfernt voneinander? Sie ist in Frankfurt am Main und wie viele Kilometer entfernt bist du? Also ich wohne in Hemp, das ist circa 380 Kilometer. Mhm. Sie ist da bei ihrer Mutter, bei ihren Eltern? Bei ihren Eltern, bei ja. Ihren Eltern, ja. Euer Verhältnis war eigentlich also gut? In den 2 Jahren war eigentlich prima. Wir hatten, ich meine, kleine Streitigkeiten, ja. Meinungsverschiedenheiten, aber das hat sich dann auch nach 2 Stunden wieder eingekriegt. Ja, sie ist offensichtlich dann ja fremdgegangen in der Zeit. Ja. Ne, das ist ja ganz klar. Sonst würde sie gar nicht die Möglichkeit erwägen. Da hast du nichts von mitbekommen. Nein, ich habe da nichts von mitbekommen. Ich bin ja auch arbeiten tagsüber. Ja. Und wenn ich sie jetzt anrufe, also ich habe sie nochmal versucht anzurufen, dann drückt sie mich immer weg beim Handy. Mhm. Geht nicht mehr an ihr Handy an, auch bei ihrer Schwester nicht. Mhm. Ist das sehr schwierig. Wir mutmaßen ihr jetzt. Es kann ja sogar sein, dass sie noch immer Kontakt zu diesem eventuellen Vater hat von dem Kind. Ja, das kann ja auch sein. Ne? Es kann ja, du liebst deine Freundin. Ja, auf jeden Fall. Du liebst sogar dieses Kind, auch wenn es nicht dein Kind ist.
Natürlich, ich habe dem Kind bei der Geburt geschworen, dass ich immer für es da sein werde. Ja, und wenn es sich herausstellen würde, dass das Kind wirklich nicht von dir ist, wäre das für dich jetzt kein Grund zu sagen, ich trenne mich von der Frau und von dem Kind? Nein, auf keinen Fall, weil ich habe es 9 Monate lang behandelt, das wäre es meins und das werde ich auch dann weiterhin tun. Ja. So, jetzt ist natürlich die Frage, ob diese Gefühle, so wie du es auch jetzt gerade deiner Freundin gegenüber beschrieben hast, ob sie diese Gefühle auch zu dir noch hat. Ich hoffe es mal. Das ist jetzt die ganze große Frage. Denn das, was du gerade sagst, finde ich so toll. So toll, Martin, muss ich dir sagen. Und alle Achtung und Respekt, dass du sagst, auch wenn das Kind nicht von mir ist, ich stehe dazu. Das sagen nicht viele Männer. Das sagen wirklich nicht viele Männer. Das finde ich ganz, ganz toll. Und das müsste sie eigentlich im höchsten Maße beeindrucken. Das zeugt von so tiefer Liebe zu der Frau und eben auch zu dem Kind, dass das wirklich umwerfend ist, muss ich dir sagen. Wenn sie sich jetzt so zumacht dir gegenüber, deswegen kommt meine Mutmaßung, vielleicht hat sie auch gar nicht mehr so ein Empfinden für dich. Man weiß es nicht, es ist ja alles ganz frisch. Als du ihr das, du hast ihr das so klar gesagt, ne, am Telefon. Ich habe ihr das auch am Telefon gesagt, ja. Wie hat sie denn darauf reagiert? Ja, sie hat dann halt richtig doll angefangen zu weinen, da gemeint, sie könnte nicht weiterhin mit der Lüge leben, dass sie mich betrogen hat. Gut, es ist aber so frisch alles im Moment. Vielleicht ist sie einfach auch ganz, ganz durch den Wind und sie hat ein schlechtes Gewissen. Nehmen wir mal die gute Seite an. Die gute Seite an ist dass die Frau durch den Wind ist im Moment. Ja, kann ja sein, es ist ein paar Stunden her. Dass die das noch gar nicht so richtig wertschätzt, was du da gesagt hast. Dass sie dich sehr, sehr noch liebt. Dass das vielleicht nur irgendeine blöde Affäre war. Und also dass sie jetzt einfach auch ein bisschen Zeit braucht, um das mal zu begreifen, was du da Tolles gesagt hast. Also meinst du, ich soll jetzt erstmal Zeit geben, bis sie sich meldet? Ja, zumindest, naja, ich würde mal sagen, wenn du es aushältst, mach mal morgen nichts. Hast du denn, gibt es da, besteht die Möglichkeit, dass du mit der Mutter von ihr sprichst? Ich habe die Festnummer, ich habe nur die Handynummer, aber ich weiß nicht, ob es da rangeht. Ich habe es noch nicht versucht. Weil es wäre, fänd ich eigentlich auch ganz toll, wenn du, die legt ja nicht, hoffen wir mal nicht direkt auf, dass du auch der Mutter das einfach so klar sagst, dass sie es ihrer Tochter so wiedergeben kann. Auf jeden Fall müsst ihr natürlich auch reden miteinander. Das ist ja eine ganz schlimme Situation im Moment, auch für dich. Ja, das will ich ja, aber die blockt ja total ab. Also dieses hast du ihr schon mal klar gesagt. Komm zurück, ich nehme dir nichts übel. Ich verzeihe dir auch den Fehltritt, hast du auch gesagt, so? Na, ich habe gesagt, das Vertrauen, da kann man wieder aufbauen. Das ist kein Problem. Ja. So, jetzt würde ich morgen mal sie nicht anrufen, deine Freundin nicht anrufen. Ich glaube, dass da noch viel zu machen ist. Vielleicht ist einfach alles so aufgewühlt im Moment. Würde aber versuchen, Kontakt mit deiner Schwiegermutter in Spee aufzunehmen. Kennst du die eigentlich? Ja, natürlich. Kommst du mit der gut klar früher? Also wir hatten bisher immer ein gutes Verhältnis. Ja, das würde ich machen. Und würde der das auch nochmal ganz klar sagen, was du mir gerade gesagt hast. Darüber hinaus hast du eine Anschrift, eine Adresse von ihr in Frankfurt am Main? Nein, die habe ich leider nicht. Die hast du leider nicht. Aber dann könntest du, wenn du mit der Mutter sprichst, könntest du sie ja bitten, gib mir doch bitte die Anschrift, dann schreibe ich meiner Freundin das auch nochmal ganz klar, damit sie es auch nochmal schwarz auf weiß hat. Okay. So, und dann muss sie reagieren. Dann muss sie reagieren. Also jetzt meinst du erstmal einen Tag Zeit lassen? Würde ich sagen. Und wenn nichts passiert, bei der Schwiegermutter anrufen? Ja, das würde ich so machen. Genau. Genauso würde ich es machen. Also eigentlich, wenn sie dich nach wie vor auch lieb hat, jetzt ist es raus und du hast so toll reagiert, da muss doch irgendwas was zu machen sein. So, und dann, wenn ihr wieder zueinander gefunden habt, dann kann man ja auch noch überlegen, ob ihr einen Vaterschaftstest macht oder nicht. Würdest du es gerne machen, um ganz sicher zu sein? Ja, würde ich schon gerne machen. Aber es ändert nichts an deiner Entscheidung, auch wenn das Kind... Es ändert überhaupt nichts an meiner Entscheidung. Ich meine, wenn es von mir ist, freue ich mich natürlich umso mehr, aber wenn es nicht, dann... Ja. Freue ich mich halt trotzdem. Also, ich ziehe noch mal einen Hut vor dir. Ich finde das toll, was für eine Einstellung du hast, Martin. Und ich hoffe sehr, dass ihr beiden in den nächsten Tagen wieder ins Gespräch kommt. Das hoffe ich auch. Ja, ihr müsst ins Gespräch kommen, finde ich schon. Das hoffe ich auch. Alles Gute dir und euch. Jürgen? Ja? Könnte ich noch 2 Autogrammkarten haben? Ja, dann legst du bitte auf, meine Redaktion ruft dich zurück und dann schreiben wir deine Anschrift auf. Okay, danke schön. Tschüss. Und jetzt bin ich verbunden mit der Alexandra. Ja, genau. Ja, genau. Die Alexandra ist 28, ne? Genau. Ja. Also noch nicht ganz. Aber noch nicht ganz. Sagen wir 27. Genau. Ja. Hört sich besser an. Hört sich viel jünger an. Genau. Ja, und zwar mein Thema wäre eigentlich,
dass es heutzutage, finde ich, super schwierig ist, einen Partner zu finden. Also ich bin jetzt seit knapp 2 Jahren Single. Mhm. Und war davor eigentlich, seit ich so 15, 16 bin, immer in einer Beziehung, eigentlich nie lange alleine. So, und dann sagst du, dass es schwer ist, einen Partner zu finden? Ja, jetzt ja. Also in meinem Alter finde ich es echt super schwer. Ich finde, das ist so eine absolute Fastfood-Gesellschaft geworden irgendwie. Also früher war es halt so, da hat man jemanden kennengelernt und dann hat man sich ein paar Mal getroffen, dann ist man, weiß ich nicht, dann hat man sich irgendwann mal dann so geküsst, so ganz zärtlich irgendwie und ganz langsam und dann ist man halt zusammengekommen und dann ist halt, hat ewig irgendwie gedauert, bis was passiert ist. Aber heutzutage, weiß ich nicht, wenn man weggeht, dann erwarten die Männer immer sofort dann irgendwie, weiß ich auch nicht, wenn die einem eine Kohle ausgeben, dass sie irgendwie Recht auf irgendwas haben. Von welcher Zeit hast du eigentlich gerade gesprochen, als du so von früher sprachst? Ja, jetzt, also vor diesen 2 Jahren jetzt Single sein. Also ich bin... Ach so, da war das noch so gut, meinst Bitte? Du? Da war das noch so gut vor 2 Jahren? Gut, nee, also da fing das so an. Also das erste halbe Jahr habe ich ja gar nicht gesucht im Prinzip. Nein, du hast gerade gesagt, früher war das so... Ach so, klar, genau. Welche Zeit meintest du da? Ja, genau, also als ich so 20 war und dann den nächsten Freund... Ach so, du meinst also so vor 8 Jahren war das noch so? Ja, genau, da war das irgendwie alles noch so langsamer, finde ich irgendwie. Und heute, ich finde, vor 20, 30 Jahren war es langsamer. Nee, also gut, ich meine, ich muss... Da warst du ja noch gar nicht da, weil kannst du ja gar nicht beurteilen. Ja, doch, da war ich schon, aber, naja. Aber da habe ich noch nicht gesucht. Nee, da hast du noch andere Interessen gehabt. Genau, ja, aber es ist halt so... Weißt du, mit so Verallgemeinerungen muss man immer vorsichtig sein. Ja, klar. Fastfood-Gesellschaft finde ich einen schönen Ausdruck, weil das trifft es schon. Ja. Das trifft schon. Aber allerdings ist es auch so eine Individualistengesellschaft, dass man alles irgendwie antrifft. Ne? Man trifft den an, der sich Zeit lässt, man trifft den an, der zack, zack. Aber ich will dir sagen, wenn du von deinem 15. bis zu deinem 26. oder 25. Lebensjahr eigentlich immer gut untergekommen bist, sage ich mal so salopp, hast du wirklich noch Glück gehabt. Und 2 Jahre jetzt zu warten, mein Gott, was meinst du, wie viele Menschen Jahre und Jahre und Jahre warten, bis sie jemanden finden? Ich habe ja Freundinnen, da ist das. Aber du musst, aber Stichwort, du willst ja nicht in einer Fast-Food-Gesellschaft leben, dann musst du dir auch Zeit lassen und geduldig sein. Ja, aber ich bin so geduldig. Aber es ist halt einfach schwierig auch, ich denke, das hat auch was mit dem Alter zu tun. Also ich sage mal, ich suche ja einen Partner, der in meinem Alter ist oder vielleicht ein bisschen älter. Ja. Und da ist es aber echt auch schon so, dass die meisten echt schon vergeben sind oder halt gerade aus einer... Doch, wirklich. Alexander, also, was meinst du, wenn wir beide uns in 20 Jahren wieder unterhalten, wenn du 47 bist, dann kannst du mir das erzählen. Die meisten sind vergeben und es ist sehr schwer, jemanden zu finden. Das ist aber wirklich so. Ich meine, das ist ja nicht nur meine Erfahrung. Ich habe ja auch Freundinnen in meinem Alter, wo auch viele Single sind und wir stehen immer da und denken, um Gottes Willen, wo sind wir? Ne? Also natürlich, es ist eine gewisse Rate, ist schon unter der Haube. Da hast du schon recht. Ne? Ein gewisser Teil ist unter der Haube. Ja, aber so ist der Lauf der Dinge. Jedes Jahr sind mehr vom freien Markt weg. Ne? Ja, ist so. Klar, es sickern zwar wieder welche nach, die sich dann getrennt haben und so, aber die Luft wird dünner, je älter man wird. Das ist so. Ja, das ist wirklich so. Da muss man mitleben. Ja. Wobei ich glaube, also ich will es jetzt nicht klein reden, aber so bis 30 ist es noch ganz okay. Aber ab 30 wird es schon schwierig. Ich finde, also es ist jetzt schon. Es gibt auch kaum noch so Orte, wo man, also wir sind immer so auf der Suche nach Orten, wo man wirklich mal nette Männer kennenlernt. Ja. Das ist einfach super schwierig. Ja. In der Disco ist es halt, wie gesagt, dieses Anbaggern, Abschleppen und ich bin jetzt auch nicht der Typ, der da so unbedingt ein Problem mit hat. Wenn ich da jetzt Lust zu hätte, dann würde ich das wohl auch durchaus machen. Aber aus welcher Region oder aus welcher Stadt kommst du? Aus dem Ruhrgebiet. Aus dem Ruhrgebiet. Mhm. Da gibt es eigentlich genügend Möglichkeiten, noch auszugehen. Ne? Ja, natürlich. Aber es ist halt oft auch so... wie gesagt, so normale Diskotheken, da gehe ich eigentlich schon gar nicht mehr hin, weil da einfach nur noch wirklich jetzt so Kinder, ohne dass ich angreifen möchte. Junges Gemüse, so genau. 20-Jährige, ne, sowas. Ja, wenn ich da eine anbagge, dann sagt die alte Frau hier. Ja, wenn ich da eine anbagge, dann muss ich nicht fragen, hast du ein Auto, dann muss ich fragen, Fahrrad oder Mofa, weil ein Auto haben die da alle noch nicht. Das ist echt schwierig. Und also da kannst du jetzt so, oder da würde ich nie einen Partner finden, denke ich. Aber es ist auch, die Männer sprechen einen auch kaum an. Weil man da musst du sie ansprechen. Ja, mache ich ja. Ja. Da habe ich ja kein Problem mit. Aber unsere Gesellschaft ja immer älter wird, ist es ja insofern ganz günstig, dass man eben auch in den Kneipen immer mehr Leute antrifft, die halt auch ein bisschen älter schon sind. Da muss man halt nur rumsuchen, wo diese Kneipen sind und wo die Leute sich rumtreiben. Ja. Generell hast du natürlich recht, aber das ist immer halt so. Ne? Ja, leider. Ja.
Ich habe auch schon Internet ausprobiert. Ich will ja weltoffen so Single sein, aber das ist ja eine Katastrophe, was ich da für Kraut und Rüben rumtreibe. Ja, das glaube ich auch. Ja. Du hast auch noch keine Zeitungsannonce aufgegeben. Um Gottes Willen. Junge, attraktive 27-Jährige sucht aufgeschlossenen, toleranten jungen Mann, der auch witzig ist. Ne? Sowas stehe ich ja immer gerne an. Ja, ja, genau. Nee, um Gottes Willen. Wo wir gerade bei dem Thema sind, wie soll er denn sein? Ja, also eigentlich, das ist nämlich zum Beispiel, was ich jetzt gerade sagen wollte. Viele, mit denen ich darüber rede, die sagen dann immer sofort, na, du bist einfach zu anspruchsvoll. Ja. Dann sage ich immer, hallo, wieso anspruchsvoll? Ich erwarte nur das, was ich auch gebe. Also ich möchte jemanden, der halt treu ist, das ist mir sehr wichtig, ja. Ehrlich ist, weil ich auch ehrlich bin. Ja. Vielleicht auch manchmal unpassend, aber lieber so als Lügen. Dann, wobei, das sind immer so Klischee-Sachen. Ne? Wer sagt schon, ich möchte gerne jemanden haben, der untreu ist. Nein, ich möchte okay. jemanden, der unehrlich ist. Ne? Ich möchte jemanden, der okay. viel fremd geht. Ne, der eine krumme Nase hat und viele Pickel im Gesicht hat. Ja, ich will jetzt aber auch nicht so einen Modeltypen. Also ich habe da jetzt auch nicht so ein Bild, jetzt blond, groß ja, oder so. Das habe ich gar nicht. Also meine Ex-Freunde, die sehen also alle nicht gleich aus. Ja. Also das ist nicht so ein Typ oder so. Der soll halt normal aussehen. Also ich meine, ich bin jetzt auch kein Topmodel, aber ich denke, ich sehe für 27 noch ganz gut aus. Ja. Habe mich gut gehalten. Und der soll, also was mir sehr wichtig ist, dass er mit beiden bei einem Leben steht. Übrigens, also, Alexandra, du fast 28-Jährige. Stichwort Fast Food. Und du sagst auch, die Männer werden immer weniger Männer, je älter ich werde. Ja. Und du beobachtest dich wahrscheinlich auch schon, wie du alterst. Ja. Ne, so wie ich dich ja schon kennengelernt habe, stehst du schon vor dem Spiegel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier ist was. Hier ist ein Fenster. Nee, das stimmt nicht. Würdest du dich in, sagen wir, ein paar Jahren liften lassen? Nee. Nö, also ich finde schon die Veränderung, die ich jetzt so an meinem Körper erlebe, schon okay. Ja. Also es ist jetzt nicht so, also ich habe immer noch Größe 36 und bin 1,70, also ich denke so, ist es echt okay. Ja. Und ich finde so, ich habe super viele Lachfalten und so, das finde ich auch alles schön, weil das gehört ja zu mir. Na gut, eine gute Einstellung. Das finde ich okay. Ich finde jetzt auch, wie gesagt, so ein Mann, der muss jetzt für mich also nicht so makellos sein, also der muss jetzt keinen Waschbrettbauch haben oder weiß ich nicht, also es muss einfach ein guter Typ sein. Ja, genau. Also du musst ja so. Ja, natürlich. Muss es ist auch sehr schwer, sowas immer so allgemein zu formulieren. Und man neigt dann auch zu. Man muss auch Klischees benutzen. Ja. Wie soll man sonst irgendwie ausdrücken, ne? Ja, das ist mir schon völlig klar. Schwierig. Aber ich denke so also mittlerweile, weil halt viele sagen, du bist anspruchsvoll. Da denke ich immer, ja, aber ich will doch nur das, was ich auch gebe. Ja. Das ist mir immer wichtig. Also ich erwarte nur das von meinem Partner, was ich auch geben möchte oder kann. Geduld ist eine Tugend, Alexander. Oh Gott. Und wenn es noch 2 Jahre oder gar 3 Jahre dauert? Boah, da dreh ich, glaube ich, durch. Dann ist es so. Dann ist es halt so. Ich glaube, ja, da muss man sich einfach einfinden. Also ich glaube, die Kunst ist, dass man geduldig ist, aber dennoch nicht irgendwie resigniert. Ja, ne? Das ist schwierig. Dass man offen ist, dass man rausgeht, aber auch nicht zappelig ist und jetzt mit Hände ringend was sucht, sondern denkt, okay, ich begebe mich so ins Leben rein, aber es kommt, wie es kommt. Und wenn es noch nicht kommt, dann kommt es halt noch nicht. Ne? Genau. Also der Witz ist ja eigentlich, auch wenn man nicht sucht, dann rennen sie einmal die Bude förmlich ein. So ist es, genau. Also, als würde man es ausstrahlen. Genau. Ja. Und wenn man dann doch irgendwie denkt, ich möchte jetzt mal gerne wieder jemanden, dann spricht einen kein Mensch an. Und das ist ja das Witzige. Man kann aber nicht versuchen, dieses Innere, das abzustellen. Das geht halt nicht. Nee, ne? Das geht also unbewusst. Nicht. Ich weiß nicht, ob ihr Männer da so einen Sensor habt. So, ja, naja, die will gar keinen Freund. Die quatsche ich jetzt an. Ja, da haben wir. Ja, ich verstehe das nicht. Kann man das irgendwie ausstellen oder so? Schwierig, sehr schwierig. Also ich bin der Auffassung, ich glaube ganz viele Leute, die jetzt zugehört haben, du bist so eine nette Person, das muss mit dem Teufel zugehen, wenn dann nicht doch bald einer über den Weg kommt. Ja, ich weiß es nicht. Ja? Also es ist ganz schwierig. Aber also, gib uns Signal, wenn das Glück zugeschlagen ist. Genau, die können ja interessierte Zuschriften von dir oder so. Sag nicht, dann kommen jetzt hunderte von Mails hier. Ja, ich kann es alle weiterleiten, okay. Kein Problem. domian@wdr.de. Stichwort Alexandra. Genau, genau. Die Alexandra aus dem Ruhrgebiet. Genau. Was macht denn Alexandra vom Beruf eigentlich? Alexandra ist gelernte Fotografin. Oh, toll, künstlerischer Beruf. Ja, aber im Moment arbeite ich in einem ganz anderen Bereich, im Einrichtungsberatung. Ja. Und das ist ein bisschen was anderes. Und was macht Alexandra so gerne in ihrer Freizeit? Ja. Außer Männer nachgucken? Ich sehe in letzter Zeit nicht so viel, aber wenn ich das dann nicht tue, dann mache ich eigentlich im Prinzip alles, was andere junge Leute auch gerne machen. Ich bin gerne raus, ich gehe gerne ins Kino, ich gehe gerne essen, wir machen Spieleabende, also ganz normal. Nichts Besonderes. Nichts Wildes irgendwie, wo man jetzt Angst haben muss vor mir. Ja. Aber es liegt vielleicht auch an der großen Klappe, das schreckt doch viele Männer ab. Ach, nur so groß ist er gar nicht. Nein, wenn du willst. Also wir wollen mal gucken, was sich da so tut, ne? Ja, und wir halten das auch mal ein bisschen im Auge. Genau.
Genau. Alexander, toll, toll, toll. Ja, danke. Tschüss. Und nochmal eine super Sendung. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, in dieser Sendung geht es morgen um das Thema HNO, Hals, Nase, Ohren. Ich möchte gerne mit euch reden über alles, was irgendwie mit Hals zu tun hat, mit Nase zu tun hat, mit Riechen zu tun hat, mit Ohren, mit Hören zu tun hat. Das können Krankheiten sein, das können sexuelle Dinge sein, das können vielleicht auch besondere Erlebnisse mit Riechen, mit ekligen Sachen, die ihr gerochen habt oder geschmeckt habt. Eurer Fantasie sind ja gar keine Grenzen gesetzt. Das muss nur zum Thema Hals, Nase, Ohren passen. Hals, Nase, Ohren, unser Thema morgen bei Domian. Jetzt bin ich verbunden mit Raphael. Raphael, 23. Grüß dich, Domian. Ja, Raphael, ich grüße dich auch. Morgen. Morgen. Ich habe da, als erstes möchte ich loswerden, die Alexandra möchte ich auch ganz lieb grüßen erstmal. Und die möchtest du wahrscheinlich kennenlernen. Ja, wenn es möglich ist. Daraus schließe ich, dass du auch Single bist. Richtig. Und auf Frauensuche bist. Ja, aber ich habe ein anderes Thema eigentlich. Das ist ein anderes Thema. Genau. Okay, sprich. Und zwar, ich habe in meinem Bekanntenkreis, im Freundeskreis, jemanden, die haben mit der Pornobranche zu tun. Mhm. Und jetzt die Tage war ich gewesen. Was heißt denn zu tun? Bitte? Was heißt zu tun? Was macht diese Person? Ja, da ist Pornoproduzent. Mhm. Schon auch jahrelang und ja, jetzt die Tage vor 2 Wochen war ich dann im Studio mit gewesen, habe mir das angeguckt. Oh, wie spannend. Ja, und dann habe ich Angebot gekriegt, weil die suchen auch Nachwuchsdarsteller. Sehr talentierte, gut aussehende Nachwuchsdarsteller, so wie Raphael. Richtig, so kann man groß, sagen. Gut gebaut, attraktiv. Ja. Ja, ja, und dann habe ich das Angebot gekriegt. Ich habe es mir auch überlegt. Ja. Also ich würde es machen. Ja. Vor allem, weil ich bin jetzt seit 1.12. leider arbeitslos. Ja, was hast du vorher gemacht? Industriemechaniker. Industriemechaniker. Mhm. Im In- und Außendienst, richtig. Mhm. Mhm. Und ja, ich würde das machen. Ich habe mit Freunden drüber gesprochen. Mhm. Die haben gesagt, ja, musst du selber wissen. Eigentlich wäre cool. Ja. Nur das Problem ist, wie bringe ich das meinen Eltern, meinen Verwandten bei? Mhm. Da wird's, und das ist immer noch das, was mich davon weghält. Und denen muss man das ja irgendwie sagen, denn das ist ja dann eine öffentliche Sache, die du machst. Und das kann ja durchsickern. Genau, und vor allem irgendwie habe ich dann doch Leute, die mich nicht mögen und dann hab ich mir sagen lassen, irgendwann landen auch ausgeschnittene Covers von mir im Briefkasten und irgendwann fliegt das auf. Ja, und da ist man erpressbar und das ist alles nicht in Ordnung. Da muss man vorher rein klaren Tisch machen, um halt dann, wenn man das schon macht, dann auch ganz entspannt herangehen zu können. Genau. Lass uns erst nochmal über dich reden. Dir würde es nichts ausmachen, in einer Pornoproduktion als Pornodarsteller zu arbeiten. Nein, wir würden es nicht ausmachen. Würde es dir sogar Spaß machen oder denkst du, das ist eigentlich ganz gut verdientes Geld, aber Spaß ist das nun auch nicht? Nein, Spaß ist das nicht. Ich kenne die ja, wie gesagt, ich kenne den schon etwas länger und ich weiß, dass das reine Arbeit ist. Mhm. Und sehr harte Arbeit unter Umständen, ne? Genau, viele denken, das ist einfach nur, sag ich mal, ein bisschen rumpoppen. Mhm. Das ist aber nicht so. Ich war jetzt da gewesen vor 2 Wochen, wie gesagt, und ich habe gesehen, auch der Darsteller, das ist kein Spaß für ihn. Ja. Macht das auch schon jahrelang und das war auch kein Spaß. Meinst du denn, dass du da auch in der Lage zu wärst, dass du das auch könntest, dass du immer eine Erektion hinbekämst? Du hast ja verschiedene Partnerinnen, die du nicht kennst und so weiter. Ja, doch, das denke ich schon. Das schon. Mhm. Das schon, da hätte ich kein Problem mit. Mhm. Wie ist das eigentlich da in der Pornoproduktion, wo du eventuell dann arbeiten würdest, mit dem Schutz? Wird mit Kondomen gearbeitet oder ohne? Da wird ohne Kondom gearbeitet. Mhm. Man muss aber vorher HIV-Test machen lassen. Tja. Und Hepatitis testen. Ja gut, was nutzt mir der Test, wenn ich nicht mit Kondomen arbeite? Ja. Der Test nutzt dir doch überhaupt gar nichts. Der Test ist gemacht worden vor ein paar Wochen und gedacht. Nein, der muss aktuell sein. Ja gut, aber was heißt aktuell? Der muss ja jeden Tag gemacht werden. Ja, du hast ja recht. Ja. Also das finde ich schon, das finde ich wirklich immer heftig, dass das bei den Pornoproduktionen nicht gang und gäbe ist. Das kritisiere ich auch sehr. Weil es auch eine schlechte Vorbildfunktion hat. Und für die Mitarbeiter dort ist das einfach ein großer Risikofaktor. Nicht nur bezogen auf HIV, sondern eben auch auf Hepatitis C oder auch auf andere Erkrankungen. Ja, zum Beispiel wird auch gesagt, da muss man also auch von einem Darsteller, von einem Produzenten, ihr sollt aufpassen. Also der Produzent sagte zu mir, wenn du willst, mach's. Er persönlich würde es nicht machen. Allein schon, es gibt andere Geschlechtskrankheiten, die halt keinen Nachweis haben wollen. Zum Beispiel Tripper.
Ja, und die unter Umständen vielleicht nicht lebensgefährlich sind, aber sehr unangenehm sind und sehr, ja, sehr... Genau. Ach, der Produzent hat sogar zu dir gesagt, er würde es selbst nicht machen. Genau. Das ist natürlich eine Aussage, ne? Die, ja, finde ich, ist aber eine harte Aussage. Das, ja, heißt, der ist eigentlich ein ganz guter Freund von dir. Das, wenn, ist ein Freund von mir, genau. Wenn der das so klar zu dir sagt. Mhm. Was mich halt reizt, ist halt das Geld. Ist mir völlig klar. Aber das muss man ja alles abwägen. Ist es das Geld wert, wenn du dir da vielleicht wirklich eine schlimme Krankheit holst? Nein. Müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Ist es das Geld wert, wenn du dir eine Krankheit holst, die nicht lebensbedrohlich ist, aber dich vielleicht auch viele, viele Monate verfolgt? Nein. Auch natürlich nicht. Nein, auch nicht. Nein. Was, Stichwort Geld, wie viel Geld würdest du denn da verdienen? Das ist halt am Anfang etwas weniger. Und dann, wenn das halt länger, wenn ich länger im Geschäft bin, dann sage ich mal, dann kann ich selber entscheiden, was ich möchte. Gut, aber. Dann passe ich mich halt den anderen Darstellern an. Gut, aber es muss ja schon über Summen gesprochen worden sein, sonst würdest du nicht sagen, das Geld reizt mich. Was bekämst du, wenn du jetzt morgen anfangen würdest oder nächste Woche, was bekämst du denn pro Drehtag oder pro Stunde oder wie geht das? Wenn ich sofort anfangen würde, würde ich pro Drehtag 125 Euro bekommen. Und wer dann gewährleistet, dass du quasi die ganze Woche arbeiten könntest? Jein. Also jetzt war mein Kumpel halt, das ist dann auf die Auftragslage mittlerweile etwas weniger geworden. Ja. Nur wenn ich jetzt dann durch dieses Studio jetzt bekannter werde, ja, gut, dann kann ich mir die selber halt unter anderen Studios. Wenn. Also Raphael, ich würde es nicht machen. Ich sag's dir offen, ich würde es nicht machen. Ich würde es nicht machen. Also für mich war ganz, ganz ausschlaggebend diese Gesundheitsgeschichte. Ja, ja, da habe ich auch schon. Dann wäre für mich ganz ausschlaggebend, wenn mein guter Bekannter oder Kumpel, der Pornoproduzent ist, zu mir sogar sagt, ich würde es nicht machen. Einen besseren Fachmann kannst du ja gar nicht kriegen als einen Rat von dem. Mhm. So, und dann auch noch diesen ganzen Kladderadatsch da mit der Familie. Natürlich wird deine Familie die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Wahrscheinlich, ja, ne? Ja, klar. So, wie willst du das der Oma, dem Opa, der Patentante, dem Patenonkel, der Mama, Papa, Geschwister, weiß ich nicht, was da alles ist. Wie willst du denen das erklären? Das kannst ja, meine du nicht. Schwester weiß es mittlerweile. Die hat gesagt, mach was du willst. Na gut, klar, ja sicher. Ich finde eigentlich, du hast einen ordentlichen Beruf. Ich finde es eigentlich viel besser, wenn du versuchst, mit allen Mitteln wieder da in deine Branche reinzukommen. Das fände ich viel besser für die Zukunft auch. Ja, meine Branche, es ist halt so, ich könnte sofort anfangen bei Live hier. Mhm. Und Live-Firma, weiß nicht, für 7,50 Euro. Mhm. Mhm. Ja, ist mir klar. Ich habe vorher 14 Euro rundgekriegt. Ja. Klar, aber das, also ich sag nochmal, das Geld darf einen, da muss man wirklich ganz streng zu sich sein, dass einen das Geld nicht zu sehr da verlockt und man Dinge tut, die man hinterher vielleicht bitter bereut. Ja. Dann wirst du irgendwann eine Freundin haben. Ne? Wir spielen mal so ein paar Sachen durch. Irgendwann willst du eine Freundin haben. Dann ist das ein großes Problem. Sage ich dir das, sage ich ihr es nicht. Geht die vielleicht laufen, wenn ich es ihr sage? Also Probleme sind da angesagt. Ja, ja. Irgendwann wirst du auch mal Kinder haben. Diese Filme sind da. Die sind auf DVD, die sind auf Video. Ist auch alles. Muss man alles durchdenken. Mhm. Ne? Jetzt bist du immer noch 23, aber das Leben kann sich auch schnell verändern. Ja, ja, ich würde es nicht machen. Ich meine, das ist deine Entscheidung, ganz klar, aber du weißt... Ja, deshalb habe ich ja angerufen, das ist nur meine Meinung. Ja, man will ja deine Meinung mal von jemand anderem hören, ja. Also ja, unter Einbeziehung von all diesen Sachen würde ich sagen, nein, das Geld darf nicht ausschlaggebend sein. Das würde ich nie machen, ich würde es nicht machen. Ja, gut. Raphael, in diesem Sinne. Ich bedanke mich bei dir. Alles Gute. Ja. Tschüss. Ja, tschüssi, schönen Tag noch. Ja, auch danke. Ciao. Hier ist Katrin. Hallo Katrin, 25 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hi Domian. Hallo Katrin. Moment, ich glaube, ich muss mal ein bisschen leiser machen. Ja, bitte, mach es ganz leise. Sonst klappt das mit uns beiden nicht. So, jetzt ist besser, ne? Ja, viel besser. Genau. Um was geht's? Ja, mein Thema ist halt, dass ich Essstörungen habe. Mhm. Und ja, heute war halt wieder so ein total doofer Tag. Was denn für Essstörungen? Ja, also ich habe schon Magersucht, aber halt bulimische Form. Also der bricht es auch wieder. Ja, und vor allen Dingen also auch schon mit so richtigen Essanfällen. Und wie lange schon? 10 Jahre. 10 Jahre schon? Ja. Ja, und es ist halt so, ach, es ist einfach... Wie schwer bist du im Moment? Ja, so 44 Kilo. 44? Bei einer Größe von? 1,70. Ist schon sehr wenig, ne? Ja, also ist schon okay. Also ich glaube, das Gewicht ist schon okay. Vor allen Dingen, man kann es auch kaschieren. Das finde ich halt schlimm. Also in unserer Gesellschaft... Ja, um das Kaschieren geht es ja um die Gesundheit. Es geht nicht um die Optik. Ja, klar. Mhm. Ich finde es halt nur erschreckend, dass einfach in unserer Gesellschaft eigentlich gar nicht mehr so auffällt. Also das ist... Mhm.
Ja, es ist auch, was mich eigentlich daran so frustriert ist, dass ich halt denke, so, warum halt? Also ich bin im Prinzip ein echt fröhlicher Mensch, ich habe halt Freunde und ich habe auch ganz andere Ziele und es ist mir überhaupt nicht wichtig. Also, hast du einen Freund? Nee, das tut natürlich, nee. Hattest du in den letzten Jahren mal einen? Nee, ich hatte noch nie einen. Du hattest noch nie einen? Nee. Noch niemals? Noch nie verliebt gewesen? Nee. Auch nicht heimlich? Nee. Nee, ja, also es war halt auch so, als ich damals, da war ich halt nur anorektisch, also hatte halt nicht diese Bulimie dazu und habe auch weniger gewonnen. Also das müssen wir erklären, anorektisch heißt, dass du einfach nichts isst, ne? Ja, genau. Und bulimisch heißt, dass man dann was isst und das wieder erbricht raus, ne? Ja, und halt auch so mit Essanfällen und so, genau. Also richtige Anfälle sind das heißt, man packt sich den Bauch dann voll, bis er platzt irgendwie und erbricht es dann wieder. Ja, also das ist halt total unterschiedlich von Person. Also ich... Also wir waren aber bei dem Verliebtsein. Da ist noch nie was gelaufen. Nee, du hast doch noch nie mit einem Mann geschlafen. Nee. Ach, noch nicht mal geknutscht. Nicht mal geknutscht. Hast du denn Sexualität mit dir selbst? Nee, also auch nicht so wirklich. Mhm. Vermisst du all dieses so, diese Welt von Zärtlichkeit, Liebe... Also Wärme dann halt eher, aber ich denke mal, man kann es halt nicht vermissen, wenn man es ja gar nicht kennt. Das ist nicht so wirklich, ich weiß ja gar nicht, was ich verpasse. Vom Beruf machst du? Ich studiere noch. Was studierst du? Ich mache Englisch und Pedal auf Lernen. Ja. Und hast du einen Freundeskreis und bist keine einsame Frau, die immer allein zu Hause sitzt? Nee, gar nicht. Wissen deine nahen Freunde das, dass du diese Krankheit hast? Ja, schon. Ja, sie kennen halt meinen Alltag so nicht, aber da rede ich auch offen drüber. Ich meine, dafür ist das auch zu lange, aber das Thema ist im Prinzip ja ausgekaut. Also, wie sieht denn dein Alltag aus? Also wenn ich so schlechte Tage habe wie heute. Zum Beispiel heute. Heute war ein schlechter Tag. Beschreib uns das mal. Also da habe ich halt morgens ein bisschen was für die Uni getan, weil ich halt auch noch im Examen bin. Mhm. Ja, und dann, weiß ich nicht, habe ich halt relativ früh irgendwie so einen Essanfall bekommen. Der Essanfall sah aus, wie viel hast du da in dich hineingestopft? Ich glaube, ich kriege das gar nicht mehr zusammen. Aber ich gebe schon so irgendwie 40 oder 50 Euro aus. 40 Euro? Ja. Das ist ein Steingeld. Und das packst du alles in deinen Bauch rein? Ja. Sag mal ein Beispiel, was hast du dafür gekauft? Pizza? Nö. Sag mal ein paar Beispiele. Teilchen und dann 5 Snickers und dann, keine Ahnung, 20 Joghurts und ich weiß nicht mehr, irgendwie 10 Brötchen und... Und das muss man sich mal vorstellen. Das isst du dann auf einmal, ne? Nee. Also ich halt auf keinen Fall. Also ich kann super, super einfach kotzen. Das ist halt das Problem in Anführungsstrichen. Ja. Aber du hast diese 40 Euro heute so verbraucht im Laufe des Tages? Ja. Also alles das, was du gerade aufgezählt hast, ist heute durch dich hindurchgegangen quasi. Ja. Mhm. Ja. Das heißt, du musst dich jetzt eigentlich elendig fühlen, ne? Oder bist du es so gewohnt schon, dass... Ja, also ich fühle es halt gar nicht. Ich habe auch gar keinen... Also ich. Wie viel Mal hast du heute erbrochen? Das zähle ich halt auch nicht mehr. Da komme ich gar nicht nach, glaube ich. Vielleicht 50 Mal. Ich habe keine Ahnung. Also ich... Das ist heftig. Das ist wirklich heftig, Katrin. Ich kann das halt, ich glaube, ich kann das auch nur so erzählen, weil ich da keine Distanz zu habe. So, jetzt hast du mir gesagt, dass du seit 10 Jahren daran leidest. Dass es schlimme Tage gibt, aber auch gute, also bessere Tage. Schlimme Tage waren sowas wie heute, dass du, sagen wir mal, 30 Mal erbrochen hast. Das ist ja auch schon, sehr viel. Hast du denn in diesen 10 Jahren dir irgendwo mal Hilfe versucht? Ja. Und? Also, hat mir super viel gebracht. Also, ich finde, viel offener und viel, viel selbstständiger geworden und so. Ich kann das auch alles erklären und ich finde die ganze Essstörung völlig Humbug und so, das weiß ich alles. Rein theoretisch habe ich alles total klar, wofür das steht und so. Für was steht's denn? Also bei mir war das schon so ein Mutter-Kind-Konflikt zum Beispiel. Mhm. Ja, also dass ich da halt schon irgendwie früher was vermisst habe und so und dass ich das einfach auch nicht mehr bekommen will. Also mir ist einfach immer noch dieses kleine Kind auch und so. Ja. Das ist jetzt die Theorie, die man dann vielleicht irgendwann versteht. Aber was nutzt einem alle Theorie, wenn da nichts hintenrum rauskommt dabei? Ne? Ja, genau. Das heißt also, du warst in Therapien, aber es hat nichts gebracht. Außer das Wissen, aber das Wissen bringt dich nicht weiter. Ja, ich glaube, mein Punkt war einfach, dass ich nie von dem Gewicht loslassen wollte. Und ich glaube, das ist halt, ich habe immer gewartet, bis ich irgendwie an einen Punkt gelange, wo ich das auch aufgeben will. Und da was meinst du mit Gewicht loslassen? Ja, ich muss dann einfach auch zunehmen. So meinst du das, ja. Ja, genau. Wie viele Therapien hast du schon gemacht?
Ich habe früher eine gemacht, halt so über 4 Jahre und war ja letztes Jahr nochmal stationär. Und so. Wie lange? 3 Monate. Ja. Da lief es halt auch super. Ich vermute mal, dass du dich mit dieser Erkrankung auch sehr intensiv schon beschäftigt hast. Ja, ne? Ja. Du weißt alles. Ich brauchte ja gar keine Vorträge zu halten. Ja, ne? Ja. Dass du auch höchste Gefahr läufst, schwer krank zu werden, weißt du auch, ne? Ja, nein, ich sollte es wissen, aber das nämlich, also ich bin schon ziemlich fit und so, das halt auch. Meine Zähne leiden total darunter. Das ist mir klar, durch das Erbrechen gehen die Säuren in den Mund. Genau. Aber es gibt zahlreiche schwerste innere Erkrankungen, die daran gebunden sind. Ja. Es ist schon ein Wunder, dass du noch nicht erkrankt bist nach 10 Jahren. Ja, es wundert mich halt auch. Und es wundert mich auch, dass ich so fröhlich halt trotzdem bin, ne? Also ich bin echt ein geselliger Mensch, ich bin ein fröhlicher Mensch und ich denke halt immer, ich so... Ich habe das überhaupt nicht nötig, aber... So, jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt weiter? Was passiert weiter? Du kannst dich zu Tode kotzen. Ja. Ne? Können wir so sagen? Müssen wir, wir müssen es so drastisch ausdrücken. Ja. Oder du kannst auch... Oder du musst irgendetwas nochmal unternehmen, ja, um deinem Leben eine Wendung zu bringen. Ja, ja, ja. Dass du dein... Du hast ja einen Berufswunsch. Ja. Du möchtest Lehrerin werden. Ja, schauen wir mal. Also Linie, ja. Also auf jeden Fall, du studierst etwas, was dich interessiert, was dir Spaß macht. Ja. Ja, na gut. Auf jeden Fall bist du da nicht völlig frustriert. Also du hättest schon Lust auf einen interessanten Beruf irgendwann. Ja, ne? Ja, eben. So, und dann ist dieses andere Thema, was wir gerade auch angeschnitten haben, ist ja eigentlich auch ein großes Thema, dass du irgendwann vielleicht auch doch mal, dass sich da was entwickelt bei dir, dass du auch fähig bist, eine Beziehung mit einer Frau oder mit einem Mann, ist ja egal. Ja, auf jeden Fall. Einzugehen, denn das ist ja doch ein großes Manko. Aber das fällt alles nicht vom Himmel. Ich weiß. Ja, ich will auch, also im Prinzip stehe ich eigentlich auch jetzt davor, dass ich sage, so, ich will halt Schluss damit machen. Ich will nochmal halt so einen stationären Aufenthalt machen. Ich glaube, auch wie du es gerade beschrieben hast, dass es nur mit stationärem Aufenthalt geht. Ja. Ich glaube wirklich. Mhm. Sei froh und dankbar. Ich meine, das ist man dann in der Situation nicht, aber ich sag's dir trotzdem, das haben dir wahrscheinlich andere Leute auch schon gesagt, dass du noch nicht schwer erkrankt bist, Mensch. Da müsstest du dich auch noch zusätzlich um eine andere Erkrankung kümmern. Ja. Jetzt musst du dich nur, in Anführungszeichen, aber in fetten Anführungszeichen, um deine Essstörung kümmern. Willst du denn früh sterben, Katrin? Nee, das ist aber halt wie einem Raucher zu sagen, so, willst du denn irgendwie ein Raucherbein oder Krebs oder so? Egal, will ich nicht so weggewischt haben. Nee. Ich sag's trotzdem. Ja. Ich sage es trotzdem. Das hört ihr nicht gerne, das weiß ich, die ihr so Sachen macht. Das hört man nie gerne, wenn man betroffen ist. Ich glaube, man begreift es nicht. Das ist die Sache. Wie gesagt, ich habe auch gar keine Distanz dazu, sonst könnte ich da nicht so offen drüber reden. Immerhin hast du angerufen. Das heißt, du willst mit irgendjemandem nochmal reden oder wolltest mit jemandem reden. Immerhin sagst du gerade zu mir, ich überlege, jetzt doch nochmal vielleicht irgendwas zu unternehmen. Ja, doch, das schon. So, und das ist ja schon mal was, das finde ich ja schon mal gut. Ja, was ich dann halt so krass daran finde, ist, dass ich denke, ich weiß gar nicht mehr, wie normal sein ist. Also wenn ich jetzt sage, okay, jetzt ist mir das Gewicht ab morgen egal und ich nehme auch zu, aber wie ist man denn normal? Wie geht das denn? Und wie Aber da sollte man sich jetzt in der jetzigen Phase gar nicht theoretisch Gedanken machen. Das wird sich dann schon so fügen und das wird sich dann schon so ergeben. Das ist gar nicht dein Thema, dir jetzt darüber Gedanken zu machen, wie ist das eigentlich, wenn ich wieder normal bin? Darum geht's doch gar nicht. Es geht jetzt darum, dass du etwas in die Wege leitest. Ja. Finde ich. Ja, aber dann merkt man irgendwie auch erstmal, was man verpasst hat. Also. Siehst du? Ja. So, wenn du es jetzt noch weitermachst, verpasst du noch mehr. Du jeden Tag, wo du nichts unternimmst, verpasst du mehr. Ja, ich weiß. So ist das. Aber Katrin, was mir halt auch so schleierhaft ist wie man so... Katrin, also, weißt du was? Ich muss leider unterbrechen. Ich gucke gerade auf die Uhr. Die Sendung ist gleich vorbei. Leg mal bitte auf, wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Ja. Okay, bis gleich. Ja, tschüss. Ciao. In der Technik war Uwe Petersen. Morgen heißt unser Thema HNO, Hals, Nase, Ohren. Über dieses große Thema möchte ich gerne mit euch reden. Ab 0 Uhr sind wir erreichbar, um 1 sind wir hier. Bis morgen. Gute Nacht. Tschüss. Es ist 2 Uhr. Vom Westdeutschen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Ein Spitzentreffen von CDU, CSU und FDP zur Klärung der Nachfolge von Bundespräsident